Hey Leute, mal sehen, ob wir dieses Mal auf Rang 22 aufsteigen. Die letzten Male hat es eigentlich ganz gut geklappt. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir sind vom Rang natürlich auch noch so hoch, da trifft man halt auch mal eher auf die Schlechten noch. In meinem Main-Account bin ich jetzt auf 19, wobei viel mehr Spiele habe ich jetzt mit dem Account nicht verloren. Gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das ist schon mal gut. Ich mag die Heilung am Anfang nicht, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt haben werdet. Erst Spotter, erst Charge. Oh, riskieren wir einfach mal den Charge als erstes. Gut, da kommt schon nichts. Einsatz bereit. Der wird in der nächsten Runde bereit sein. Den kann ich dann in Runde 4 spielen. Mal gucken, was er so dagegen zu setzen hat. In Runde 5 kann ich dann natürlich den mit dem spielen. Kann er nicht. Sehr schön. Merkt also auch gerade. Sehr gut. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Dann überlebt er im Notfall noch eine Attacke. Wie viel Mana kostet ein Sternfeuer? 5? Die Chance besteht natürlich. Okay. Okay. Die Tore sind geöffnet. Das ist natürlich scheiße, aber... Da sterben zwei, so. Dafür habe ich jetzt Board Control. Für den König! Ein Schuss, ein für Ehre. Mal gucken, ob das kein Fehler war. Aber im Moment habe ich ein ganz gutes Gefühl. Okay, er hält sich voll. Hat dafür aber nicht mehr viel, was er machen kann. Okay, wird jetzt einen von den kleinen umhauen. Ja. War zu erwarten. Legt euch nicht mit Zorn an. Jetzt haben wir natürlich relativ viel auf dem Feld. Und für den Notfall noch den True Silver Champion auf der Hand. Ich werde auch jetzt nichts mehr aus der Hand spielen. Erstmal, weil ich das meiste, was er jetzt spielen könnte, eh wegkrieg. Also selbst wenn er jetzt den dicken 8-8er Sport spielen könnte, würde er natürlich ganz gut auf die Nuss kriegen. Ein Schuss, ein. Okay. Jetzt kann er einen von den Einsern zerstören noch. Ja. Oh.
melde mich zum Dienst. Und der bleibt für nächste Runde. Für die Gerechtigkeit. Spüre meinen Stahlstrahl. Für Ehre. Es ist natürlich auch schon relativ klar, was da passieren wird. Klar, er hat mehr Karten, was ihn normalerweise in Vorteil bringen würde. Aber da er natürlich auch schon die Hälfte seiner Leben verloren hat. Und, ja, nichts auf dem Feld hat. Da jetzt kommen die ersten. Das könnte jetzt unter Umständen noch ein kleiner Spott sein, aber. Oder er bufft ihn, was auch sein könnte. Nee, das ist eigentlich nur eine unwichtige Einheit. So, dann ziehen wir erstmal eine Karte. Ziehen direkt nochmal eine Karte. Okay, ein Spotter. Muss ich irgendwie 5 Damage machen. Dann mache ich am besten so. Die 6 Damage kann ich verkraften. Spiele den. So. Und so. Und jetzt nur noch 10 Damage, den ich machen muss. Das ist natürlich. Klar kann er jetzt noch irgendwas haben, um sich zu retten, aber die Chance dafür ist relativ klein. Er kann den jetzt nicht so schnell zerstören. Er kann es eh natürlich zum Spotter machen. Das ist halt jetzt mies. Aber es hilft ihm auch nicht. Sehr schön. Da war wieder mein Handy. Ich kann es auch echt mal ausmachen. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Schon wieder. Und damit sind wir auf Rang 22 aufgestiegen und haben sogar noch eine Siegesserie. Und 3 Siege in Folge, haben wir noch eine Quest fertig. Und nochmal 100 Schaden zugefügt, nochmal eine Quest fertig. Ja. So kommt man an Gold. Wie ihr seht, es ist nicht gesagt, dass derjenige, na, 40 Diener vernichten, gut, werde ich ja wohl auch demnächst schaffen. Es ist nicht gesagt, dass derjenige, der kein Geld dafür ausgibt, für das Spiel, derjenige ist, der immer verlieren muss. Wie ihr seht, man kommt zumindest ein Stück weit und mit ein bisschen Training. Und wenn ihr ein bisschen Arena macht oder wenn ihr euch für euer Geld Packungen kauft, man kommt da schon vorwärts. Es dauert zwar ein bisschen länger, als wenn man dafür Geld ausgibt, aber es geht. Wie auch immer. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Xero.